Was? Wir haben dich konvertiert. Ah, hier. Musik zu laut. So laut habe ich sie gar nicht. Ich nur am Lied. Geht das so? Gut, jetzt eh zu Ende. Viel zu viele Länder katholisch. Ah, okay. Wir sind in der glücklichen Situation, dass das Osmanische Reich zerfallen ist, Spanien zerfallen ist, Litauen hier Unruhen hatte. Das hat uns gut geholfen. Riga ist unser Vasallen, den haben wir ein bisschen was gegeben. Tschernikow haben wir auch mal diplomatisch zum Vasallen gemacht. Krim, so wenig mit Eritrea und Karastan. Genua. Wenn man jetzt so markiert, dann. Na, ach! Tut der Vasall darauf nicht vorhin. Oh, was ist denn hier los? Nationalisten, sehr schön. Hier auch eine Menge, oder was ist denn das? Fanatiker. Großer Führer. Brauche ich nicht. Obwohl, es könnte mal einen einstellen. Oh, der ist auch billig. Haha. Genial. Was ist denn hier? Maximum rausholen. Diplomatische Relation ist auch gut. Und Produktionseffizienz. Übrigens eine diplomatische, eine Idee. Humanistisch, dafür sehe ich einen Entdecker. Habe ich die ersten zwei schon. Ein paar Missionen habe ich auch schon. Das sollte ich mal deine Norwegen machen. So, Stände. Militärische Hilfe. Hauptwörterheld ist 29. Dann hier. Da könnte ich was machen. Klerus Silberstuhl, jetzt kriege ich hier 150 administrative Macht. Bei ab 75% kriegt man 150%. Aber man sollte nicht über 80% kommen, sonst wird es Katastrophe. Ein paar Monopol-Charters. Schauen wir mal eben in die Handelszentren. Das habe ich den Bürgern gegeben. Das da auch, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Ja.
So, ich glaube, wir erobern mal Danzig. Anspruch mehr drauf. Das geht natürlich nicht. Thailand ist menschlich. Ja. Okay, das ist schon zu viel. Das passt. Laufstände her. Okay, das ist wurscht. Den könnte ich nehmen. Nee, da muss ich auf die nächste Stufe warten. Das ist wesentlich besser als das mit dem Zahn, ne? Lieber Disziplin. Obwohl. Ja, ist okay. Gucken wir mal. Erst entweder die Dämmerung. Wie viel Wachstum? Kann nur noch nichts kolonisieren. Wir haben nur ein paar Nationalisten noch. Ein bisschen nicht weiter tragisch. Natürlich schön, wenn die jetzt. Das sind nämlich diese Nationalisten, mein Vasallen. Die das jetzt holen, weil die kann ich angreifen, bis sie mit Moskau verbündet. Das ist sehr ungünstig für mich. Ah, das Problem ist, die holt es wieder zurück. Waffenstädte mit Pommern beendet. So, schaut es dann mit dem Protestantismus aus. Engländer haben leider kein Anglikanisch genommen. Das finde ich sehr schade. Hätte mir sehr geholfen. Man kann ja alles haben, ne? Dafür läuft es auf der Seite sehr gut. So, wie schaut es denn bei Moskau aus? Wir haben immer noch Stufe 7. Wir haben so viel Kleinscheiß verbunden. Sehr Mist. Müsste eigentlich mal Lenz angreifen. Oder Galatien wollen. Ach so, weil positive Stabilität. Nur eine Inflation führt. Ist ja bescheiden. Sollte immer mindestens ein Stabilität haben, damit der Wohlstand hier hochgeht.
Haben wir irgendwo hier. Da tickt das plus 1 hoch bei mir. Plus 1 Stabilität haben. Okay, Waffenstillstand ist beendet. Aha, sehr schön. So kann man es natürlich auch machen. Kosten Kavallerie ein bisschen. Wie gesagt, wir erst die nächste Stufe haben. So, Spionagen ist alles fertig. Jo. Brandenburg-Verbinde, das macht gar nichts. Okay. So, wie schaut's denn hier mit den Anstrichen aus? Muss ich auch mal neu machen. So. So, jetzt kriege ich hier die neuen Reiter und neue Kaninchen. Dann nehme ich am liebsten die. Petero. Ha, das ist so schön besetzt alles. Muss man mal schauen, wann sie es bekommen. Platz in Böhm ist rüber. Die Frage, ob ich nochmal mit dem Polen in Bayern und dann minus 100 Prestige. Moment mal, ich hab eine Idee. Ja, komm mit da. Ja, ich doch tatsächlich mal mit hier ein Fünfes. Muss jetzt dann von mir einer auf den Thron kommen. Und hier machen wir das Ganze auch wieder. Erfolge sind Schweden und Bayern. In Ungarn, ja. Ich brauche noch mehr Prestige. Immer schwierig Nachschlagswerk. Und so ein Schlesien verbindet. Das Schlesien immer noch frei ist. Ist faszinierend. Oh, Militärreform. Jetzt kommt das, ja, wo ich die militärischen Technologie schon genommen habe. Echt super. Das 100 militärische Macht, nehme ich gerne. Das. Ja, warum nicht? Habe ich jetzt eine? Nee, habe ich nicht. Weil Provinz befreundet, Kolonialismo, Neuheit zu einer neuen Welt. Ja, ganz geil. So, wie schaut's da aus? Die Wappen noch, okay. Baue ich gerade Schiffe? Nee. So, Untertan, nee. Unter Unabhängigkeit. Das ist okay. So,
Den habe ich schon. Passive Stabilität. Ja, auch was. Oh, England ist kein Großmacht mehr? Ach, ist ein Großbritannien überhaupt mehr dann. Ja. Moral annehmen. Das sind die zwei wichtigsten eigentlich. Wenn man viele Kriege führt. Oh, Großbritannien hat null in den Krieg. Das ist scheiße. Wir haben ja noch Frieden mit Norwegen. Ist 33. Jetzt holen die sich bestimmt die ganzen Inseln hier. Na? Ja. Das wollte ich eigentlich haben. Verliere sehr ungern Moral. 25, noch ein bisschen. Korrupte Steuertreiber. Oh. So, noch hier. Noch ein bisschen was bauen. So, jetzt müssen wir nochmal einen Anspruch machen. Abziehen. Krieg erklären. Hamburg ist nicht dabei, weil Kriegsmüdigkeit, Schulden und Böswillig. So, meine Schiffe mal hier belagern. Ach, die haben selber schlechte Truppen. Lass sie gehen. Haben wir ja noch einen Haufen Schiffe. Da ist nämlich ein wichtiges Handelszentrum, was ich brauche. So, wie schaut's da aus? Die Relativ bauen noch ein bisschen. Mal, ob sie die angreifen oder nicht. Oh, was ist da los? Galizien wollen ihren Angreifer. Ist Moskau leider dabei? Molens auch. Ich muss den Angreifer. Molens dabei. Ich habe Käse und Kirchhoro. Meine kommen nicht mit. Ist sehr nervig. Ist echt am besten aufgehoben, nur mit Vasallen, ey. Ungarn. Und dann kriegst du mehr gegen Dänemark, glaubst du es? Oh, das Netzwerk wurde entdeckt. So, wie schaut's denn hier oben aus? Nicht viel passiert, okay.
Erstmal. Wenn du Fragen hast, ne, dann frag ruhig. Megalodon. Sehr schön. Immer mystische Ideen sind einfach so. Kommen immer schön positive Ereignisse. So, schauen wir hier nochmal. Habe ich schon genommen. Bis 10, 47. General oder Conquistador? Gibt's hier keinen Entdecker? Schade. Verdammt. Die Bürger noch was geben. So. Wie kann ich das eigentlich den Bürgern geben? Ich glaube, wegen hoher Handelsstelle. Guckst aufmerksam, na gut. Ja, es ist nicht so einfach am Anfang. Da muss man echt. Ich habe, glaube ich, locker 100 Stunden reingesteckt, um das zu kapieren einigermaßen. Katastrophe. Okay. 35. So, wie schaut's hier aus? Okay, das dauert noch. So, Königsberg gewonnen. Haben die Kriegsschiffe? Nö. Habe ich eigentlich eine Flottendeck drin? Ja. Kann schnell galeeren, okay. Und. So, wenn ich jetzt da alles erober, wäre es dann auch nicht sauer. Niemand Wichtiges. Sehr schön. Königsberg wird uns. Wunderschön. So, jetzt nehme ich gleich weiter trainieren. Und unsere Armee-Professionalität steigert sich, hoffentlich. Bauernzorn. Legitimität habe ich eh nicht viel, dann über das. Oh, ich hasse es. Tergras aus Friesland, nö. Wollen die alle abbrechen? Tierung erfolgreich, ja. Die Gruppe hat eigentlich Moskau. Zu viele. Da habe ich keine Chance. Das ist sehr nervig. Was? Jetzt bestreben?
wäre das denn? Na gut, dann muss ich hier mal. Wenn ich nämlich die entwickle, dann kriegen die minus 5% Freiheitsbestreben. Mal gucken, ob das überall so ist. Ja. Da das eh ein Handelsdingens ist, kann man den Ruf mal weiter. Das sind sehr unzufrieden. So, jetzt bin ich auch eine Tech höher als die. Stabilität. Ich muss das nämlich noch ein bisschen erhöhen. Okay, und Liga. Oh, hier ist ein General gestorben. Dann gib mir doch mal einen neuen. Und noch mal einen. Minister. Naja, ja, unglücklich. Ist doch optimal, aber naja. So, kann man nicht weiter trainieren mit dem. Wenn man die dritte, dann kriegen die auch die Generäle irgendeinen zufälligen Punkt. Irgendwo rein. Ich habe keinen einzigen, der belagern kann. Das ist sehr ärgerlich. Nett ausgedrückt. Natürlich. Ich muss mal einen Bäcker nehmen. Kann nichts erkunden, weil nichts in der Nähe ist. Okay. Dann geht er da handelsschützen. Noch dort. Riga, wie schaut's da aus? Das ist echt stark. Ich glaube, die muss ich langsam mal annektieren. Ah, hier, da. Und ihre Provinzen bekommen. Zentralisierungsreform, Gustav Vasa. So, was gibt's denn da? Jede Steuer- und Grundmannstärke. Was mich halt ein bisschen macht. Aber das ist ziemlich gut. So. Jetzt haben Tschernikow einen Haufen Preisbeschäden bekommen. Das ist natürlich etwas ungünstig, weil jetzt Pere Wolde die Provinzen bekommen haben. Das sind immer negativ. Das ist das untere.